Und damit willkommen zurück zu Halbnackte Hippies in Blattunterwäsche. Wir waren gerade stehen geblieben, Alarm, Alarm zu rufen und uns ein wenig aufs Bett zu legen. Und ich hatte ja natürlich eine Frage gestellt, und zwar, was wir spielen sollen. Wir haben ja jetzt die, sagen wir es mal so, Vorgeschichte des Schattenkriegers erlebt, zumindest was Shadow of Phoenix angeht. Und nun fragen wir uns, was machen wir? Ich habe ein wenig eure Kommentare gelesen, was heißt ein wenig, eigentlich alle. Und, also die Meinungen gingen ziemlich auseinander. Viele haben gemeint, ich soll den alten Char machen. Einige sagten sogar Mentalmagie. Niemand sagte Fernkämpfer, zum Glück. Oh doch, ich glaube einen gab's. Leichter Kämpfer gab's auch niemanden, der es wollte. Weißmagie habe ich auch nicht gehört. Die allermeisten sagten Elementarmagie. Es gab aber auch viele, die meinten, Schwarzmagie wäre cool. Nun, habe ich auch schon bemerkt, dass die Skillungen dämlich sind. Dass da Stichwaffen dabei sind. Aber jemand hat mir... Boah, die Musik ist wieder arschlaut. Ich hoffe, man versteht mich noch. Na gut. Ich habe ein bisschen den Sound wieder angepasst, dass es im Game wieder ein bisschen lauter ist, wenn es wenig los ist. Dafür ist aber bei so einem Höhepunkt der Musik wie hier ziemlich arschlaut. Aber ich hoffe, man versteht mich noch. Na gut, mir wurde auf jeden Fall gesagt, dass Stichwaffen nur auf 2 hochgeskillt ist, damit man Segnung hat. Das wäre wiederum okay. Das erklärt auch, warum der einen Stab in der Hand hat und kein Dolch. Gleiches beim Schwarzmagier. Die schauen auch beide gleich aus. Die haben bloß unterschiedliche Sachen. Nun habe ich mir überlegt, ich möchte jetzt auch nicht unbedingt den The Order of Dawn Charakter weiterspielen. Das liegt daran, wie gesagt, wir spielen jetzt schon die ganzen 2 Kampagnen in schweren Kämpfe. Und irgendwas anderes muss einfach mal sein. Von daher bin ich zum Entschluss gekommen, dass sehr viele Elementarmagier wollten und auch einige Schwarzmagier. Habe ich mir nochmal, ich habe ja auch einen Level 50 Char herumhängen auf dem freien Spielmodus und habe mir nochmal angeguckt, wie die Skills am Ende ausschauen, was man da mit schwarzer Magie noch bekommt. Und ich würde mal so sagen, wir fangen mit einem Elementarmagier an, machen Feuer und Eis relativ hoch und wir machen noch zusätzlich, wenn Stichwaffen nur auf 2 ist, geht das ziemlich gut sogar noch. Bis auf 18 zumindest, ein zweiter Wert. Und anstatt auf weiße Magie zu gehen, wie ich es bei meinem alten Charakter hatte, den ich im freien Spielmodus gelevelt habe, machen wir es so, dass wir auf schwarze Magie tot gehen. Vielleicht auch Nekromantie, aber beim spontanen Durchlesen fand ich die Endskills von Todesmagie noch ein Stück geiler. Na gut, wie gesagt, wir fangen mit einem Elementarmagier an und machen den dann noch ein bisschen auf Todesmagie. Vor allem, weil dann gegen Ende auch eine Art Heilzauber dabei ist. Und wenn wir noch Segnung, beziehungsweise, ja, Segnung haben, passt das auch ziemlich. Na gut, Gesicht, das passt so, das ist unser altes Gesicht. Dann nehmen wir den Phönixwächter. Natürlich kein weibliches, sondern ein männlichen. Und der Name, wir können ihn wieder wie letztens Phil nennen. Oder wir können ihn nochmal Udwin nennen, dass er einfach den Namen des Geistes angenommen hat. Ach, wisst ihr was, der hieß letztens Phil, dann heißt er jetzt immer noch Phil. Wir behalten das einfach bei. Muss er schließlich der gleiche Charakter sein? Ich, das funktioniert. Elementarmagier, Phil, und los geht's. Aha, kennen wir schon, aber ich schau's nochmal an. Ihr hättet mir nicht folgen sollen, Erion. Eure Macht nützt euch nichts an diesem Ort. Die hohen Krieger werden auch euch vernichten. Schreibt! Blut eines Gottes spende Leben. Und ich brauche sie lebend. Lebend unter meinem Bann. Mit all ihrer Macht. Ihr seid wahnsinnig. Oh, man sagt, das Blut eines Gottes spende Leben. Ja, ja, man sagt auch, Viagra bringt 10 cm mehr. Menschenskind, nur weil es blau ist. Also ehrlich. Mein alter Freund, ich hoffe, dieser Brief erreicht euch. Darius, was hast du mit deiner Stimme gemacht? Ich weiß, ihr hattet gute Gründe, nicht mehr nach Nordtander zurückzukehren. Und es war richtig, dass ihr den Phönixstein mit euch genommen habt.
Die Völker hätten sich nur um ihn zerstritten. Ich weiß auch, dass ihr endlich euren Frieden haben wollt. Aber dennoch muss ich euch jetzt zurückholen. Eure Aufgabe ist noch nicht vollendet. Gewissermaßen hat sie gerade erst begonnen. Trefft mich an der Schwarzen Küste. Dort beginnt es. Die Schwarze Küste. Hier bin ich nun, alter Freund. Aber wo seid ihr? Da war bestimmt nur kurz Zigaretten holen. Ein Ritter vom Orden des Erwachens. Ob sie mit Darius hier sind? Ich muss dem Ritter helfen. Zauber, Junge, Zauber. Oh, du bist doch ein Magier, du Depp. Du wirst es noch weit bringen, mein Freund. Los, was hab ich? Elementare Allmacht? Ja, hauen wir es einfach mal drauf. Nein. Man darf elementare Allmacht haben, wenn man keine Steinmagie hat? Es ist auf 3. Was? Ich habe auch Erde? Fuck. Warum habe ich auch Erde? Das habe ich gar nicht gesehen. So viel zu meinem Plan mit der Todesmagie. Nein. Na gut, egal. Dann machen wir eben trotzdem Elementarmagie. Jetzt haben wir uns entschieden und die meisten wollten Elementarmagie sehen. Dann gehen wir eben von oben nach unten. Auch wenn es schade ist, muss man ja sagen. Wäre da jetzt Erde nicht gewesen, hätte ich halt wirklich noch... Ja, ihr wisst schon. Na gut. Dann machen wir eben einfach alles in Elementarmagie voll. What souls? Also, ihr seht, der Start ist ganz anders als der beim Schattenkrieger. Wie gesagt, die erste Mission ist komplett anders. Wir erleben hier einfach eine komplett andere Geschichte. Ist ja auch klar, ist ein komplett anderer Charakter. Hier begegnen wir nicht dem Maskierten zu Beginn, sondern kriegen einen Brief von Darius, der offensichtlich eine kleine Stimmband-OP vorgenommen hat. Und der schickt uns, um etwas mit uns zu besprechen. Na schön. Also, nochmal kurz die Zauber checken. Feuerschild. Ja, Feuerball ist auf jeden Fall nett. Elementare Allmacht könnte vielleicht auch helfen. Eisschlag, einfrieren. Wir haben die Eiswelle. Felsschlag. Ja, könnte vielleicht was bringen. Aber Erdmagie ist eigentlich nicht so das, wo ich drauf abgehe. Das ist so, aber gut, was soll's. Aber wir kriegen elementare Allmacht dadurch, das ist doch ganz cool. Na schön. Also, und übrigens, bevor es losgeht. Wo kommst denn du jetzt her? Beißkröte, hallo? Elementare Allmacht ins Gesicht, wie wär's damit? Wow, das war die elementare Allmacht. Dafür habe ich Stein geskillt. Der Feuerball macht direkt mehr Schaden und brennt noch dazu. Ich fühle mich verarscht. In der Beschreibung stand das alles anders. Naja, wir haben Feuer und Eis. Das macht uns doch auch glücklich, oder? Kann man nicht irgendwo respecken oder zurückskillen? Moment mal. Einen Moment kurz. Ja, hallo. Ich habe mir mal kurz einen Schwarzmagier erstellt, nur um zu wissen, ob das da auch so ist. Ja, meine Frage wurde beantwortet. Schwarze Magie ist ebenfalls alles 3 dabei. Na gut, egal, dann bleiben wir eben beim wunderbaren Elementarmagier. Machen wir es eben so. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, und da wären wir wieder. Also, wo war ich vorhin stehen geblieben? Was wollte ich sagen? Stimmt, Darius, ihr könnt euch erinnern, damals in meinem Order of Dawn Let's Play habe ich ja mal gesagt, ich habe noch nicht Shadow of Phoenix installiert, weil sich da Darius' Stimme ändert. Das ist tatsächlich so. Die Stimme, die der jetzt hat, hat er, sobald man zumindest die Platinum Edition installiert. Ich weiß nicht, wie es beim normalen Shadow of Phoenix ist, aber wenn man die Platinum Edition drauf macht, ja, dann bekommt Darius schon im Hauptspiel die neue Stimme. Und ich fand die alte in den Geschichten einfach epischer. Ich habe mich einfach zu sehr daran gewöhnt. Aber gut, genug palabert. Ordensritter, was gibt's denn? Ein Mensch. Ihr glaubt ja nicht, wie froh ich bin, euch zu sehen. Ich bin ein Ritter aus Northanda. Und wer auch immer ihr seid, euch können nur die Götter geschickt haben.
Verlasst euch nicht auf die Götter, Freund. Was geschieht hier? Dieses Land stirbt. Jede Stunde kriechen hier mehr und mehr Untote herum. Verflucht sei der Tag, an dem wir hierher gezogen sind. Etwas Grauenvolles geht hier um. Und es wird uns alle holen. So wie Urias. Urias? Urias ist hier? Was ist ihm zugestoßen? Er ist unser Kommandant. Er war es. Doch er ist seit einigen Tagen verschollen. Ich war auf der Suche nach ihm. Ob Urias auch wegen Darius hierher gekommen ist? Ich muss ihn finden. Dann lasst uns ihn gemeinsam suchen. Wohlan, kommt. Okay. Zum Glück hat uns nicht gefragt, warum wir eine Maske aufhaben. Aber das wäre, glaube ich, zu weit gegangen. Okay, wir haben einen Ordensritter. Anders als Monumentos bei Schattenkriegerus. Mir nach. Haben wir hier. Und los! Keine Runenkrieger am Anfang zur Verfügung gestellt. Vorwärts. Was haben wir denn überhaupt so? Ja, ein ganz guter Start. Wir haben keine Völkerrunen. Hallo. Hallöchen. Da gehen wir die Diener des Feuers weg. Zur Ehre Aunis. Jetzt gibt's erstmal richtig schönen Eisschlag. Nee, Frostwelle ins Gesicht. Frostwelle. Die Frisur hält. So, jetzt möchte ich nochmal die elementare Allmacht ausprobieren. Zurück mit euch. Das ist doch ein Schrottskill. Wir müssen uns gleich mal schön alles zurechtlegen. Was wir so brauchen. Zum Beispiel eine Feuerwelle wäre nicht schlecht. Nur mit der Eiswelle lässt sich keine Kriege gewinnen. Zumindest nehme ich das an. Ach komm, ich verwechsel das ständig. Wir müssen es gleich mal ordentlich sortieren. So geht das doch nicht. Hallo? So, also, elementare Allmacht kommt mal raus. Ich habe... Na, ist Sinn. Dieser Spruch wirkt gleichzeitig wie Feuerschlag, Eisschlag und Geschoss mit geringer Wirkung. Wie Feuerschlag, Eisschlag und Geschoss, aber irgendwie merke ich davon nichts. Es macht weniger Schaden als ein gleichstufiger Feuerball und noch nicht mal brennen. Und es friert auch nicht ein oder verlangsamt oder sonst irgendwas. Kurzum. Genau. Feuerball. Oh. Wisst ihr was, ich nehme alles raus und sortiere einfach mal von Grund auf neu. Ist, glaube ich, das Beste. Also, was wollen wir haben? Ich glaube, da wir jetzt keine Heilung haben, könnte uns Berserk wenig bringen, aber Segnung schon was. Also gut. Oh, Metall aufspüren, das brauchen wir unbedingt. Erdpanzer. Okay. Könnte nett für sein. Wir fangen mit einem leckeren Feuerball an. Dann Feuerschild. Als Magier lässt man sich eh nicht treffen im Nahkampf. Im Optimalfall. Von daher, wurscht. Was wollen wir noch bei Feuer haben? Wir brauchen auf jeden Fall die Feuerwelle. Und wir brauchen den Feuerregen. Dann geht's weiter. Eisschlag. Eiswelle. Dann gerne noch einfrieren. Wo ist das? Obwohl. Moment mal, dann machen wir es so, dass das hier kommt. Und die Feuerwelle hier. Dann mache ich die Eiswelle direkt daneben. Dass man die gut zusammendrücken kann. Feuerwelle und Eiswelle in Kombination ist ein Killer, sage ich euch. Dann Eisschlag, dann einfrieren. Oh, Nebel, den brauchen wir unbedingt. Diener des Frost. Die Diener kann man eigentlich vergessen. Die sind nicht so sonderlich schnuppen. Oh, verdammt, ich habe... doch, da ist er. Boah, ich wollte schon sagen, ich habe den Eisregen vergessen. Feuerregen. Okay, wir haben jetzt eigentlich alles, was wir an Feuer- und Eiszaubern brauchen, was wichtig ist. Erdzauber kenne ich mich nicht mit aus. Es tut mir leid. Aber ich schaue einfach mal die Steinwelle an. Weil je nach Panzerung, eventuell gibt es da Einheiten, bei denen es Schaden macht. Geschoss. Nein, danke. Zersetzen. Nein, danke. Versteinern könnte ganz interessant sein. Das nehmen wir auch mal rein. Könnte sogar effektiver sein als einfrieren. Und dann eben noch die Segnung. Ich glaube, wir sind komplett. Okay, kann weitergehen. Auf meinem Befehl. Schnell! Jetzt kann ich den bloß nicht heilen. Das ist doof. Egal, wir machen gut Schaden. Auf mein Zeichen. Schnell! So, dann möchte ich mal eben komplett die Wellen durchprobieren. Ich hoffe, kennt die die Steinwelle noch nicht? Gut, die keinen Elementarmagier kennen, kennt wahrscheinlich noch keine von den...
Ich glaube, ich hatte das irgendwie in der Stelle bei meinem anderen Magier und ich hatte mich dann gewöhnt. Irgendwie so. 18 mit knapp 18er Tick. 50 mit 15er Tick. Und die Steinwelle? Kämpft! Waren das jetzt gerade 16? Waren das jetzt gerade 16 Schaden? Okay, versuchen wir mal versteinern. Okay, das funktioniert wenigstens. Obwohl es mich immer noch nervt, dass wir keinen Heilzauber haben. Das ist verdammt nochmal blöd. Wenn man in diesem Spiel nicht richtig heilen kann, ist man des Todes. So ziemlich. Komm, nimm nochmal einen Eisschlag und leg dich hin. Weil Shadow of the Phoenix dreht nochmal den Schwierigkeitsgrad hoch. Breath of Winter ist schon ein bisschen härter gewesen. Aber Shadow of the Phoenix, ja, zieht einfach mal den Gummihandschuh aus, wickelt die Faust in Schleifpapier und dann wieder ordentlich rein. Genau so müsst ihr euch Shadow of the Phoenix vorstellen. Und das schon auf normalen Schwierigkeitsgrad, das mag einiges heißen. Also gut. Das ist eigentlich die beste Kombination, die man machen kann. Feuerball, Eisschlag, nochmal Feuerball. Braucht man eigentlich kein Versteinern.